Eigentlich wollte ich beginnen, sehr verehrte Damen und Herren, mit der Frage, wo ist eigentlich Frank Henkel heute? Aber er ist da. Falscher Platz. Schön, dass Sie da sind. Herr Trapp hat ja noch ein paar Möglichkeiten geboten, eine Diskussion zu führen. Das mache ich sehr gerne. Herr Trapp, wir haben 1080 Sporthallen in Berlin. Diese Zahl wissen mittlerweile alle. Auch, dass 50 Hallen mittlerweile als circa 50 Hallen als Notunterkünfte, 45? 49 mit steigender Tendenz. Nein, bin gespannt, dass die als Notunterkünfte genutzt werden. Wir haben gesagt, es sind zu wenig Sportflächen, die zur Verfügung stehen. Es sind ja nicht nur die Sporthallen, sondern auch weitere Flächen. Und desto wichtigerer wird es doch, Herr Trapp, dass wir das auflisten, dass wir es öffentlich machen, welche Sportanlagen genutzt werden, wie sie ausgenutzt werden und wo zusätzliche Möglichkeiten des Zusammenrückens der weiteren Ausnutzung gegeben sind. Also aus der Sicht ist das doch hilfreich. Und Sie haben das Problem der Schlüsselverträge angesprochen. Das hat natürlich auch was Negatives. Es gibt Vereine, die haben ihre Hallen, die haben ihre Sportanlagen, die sie nutzen und pflegen, aber nicht wirklich den ganzen Tag über nutzen, wo es also Freiräume gibt, wo durchaus auch andere Vereine rein könnten. In meinem Bezirk ist das auf jeden Fall möglich. Nun ist da auch eine besondere Konstellation mit vielen Vereinssporthallen. Aber das als Angebot in die Stadt zu geben, freie Sportkapazitäten möglichst zu nutzen, das ist doch eine Chance für uns. Und deshalb verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Sie jetzt darauf bauen, dass da nun oder sagen, dass da alle Bezirke dabei sein müssten. Gut, wenn Steglitz-Zehlendorf nicht dabei sein will, dann kann man sicherlich auch in diesem Antrag einen Ausnahmetatbestand schaffen. Davon wird die Welt nicht untergehen. Machen Sie diesen Antrag. Ansonsten bin ich froh, dass der Sportausschuss in der Lage ist, Dennis Buchner hat es hier gesagt, gemeinsame Anträge durchzubringen, also auch Oppositionsanträge anzunehmen. Machen wir das doch und machen wir es auch nach einer Diskussion im Sportausschuss. Ich freue mich auf Frau diese. Frau Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage, ja, des Kollegen Herberg? Ach nee, schade, er hat schon resigniert. Jetzt, nee, dann. Herr Trapp. Ah ja, jetzt Herr Trapp. Herr Trapp, gerne. Wir haben doch Zeit. Ich bin die letzte Rednerin heute. Herr Kollege Trapp, Sie haben das Wort. Sportflächen in Berlin optimal nutzen. Ich lese den letzten Satz dem Abgeordnetenhaus bis zum 31. Oktober 16 zu berichten. Ich glaube, die Legislaturperiode geht ein bisschen früher zu Ende. Dann machen wir den Antrag doch so, dass er passend ist. Guter Vorschlag, wird sofort aufgenommen. Denke, das kriegen wir hin. Danke, Herr Trapp. Ich merke, Sie sind sehr aufmerksam.